Innere Unruhe. Innere Unruhe ist wie ein ganz nervöses Kribbeln. Also bei mir ist das so wirklich hinterm Brustbein wie ein Ameisenhaufen. Alles ist aufgeregt, alles ist Alarm, Alarm, Alarm. Ja? Und ich muss aufpassen, dass ich die Kontrolle nicht verliere. Das ist für mich innere Unruhe. Ich heiße Antje. Ich wohne in Berlin, einer lauten, trubeligen Stadt. Bin Physiotherapeutin. Ich bin jetzt 50 und arbeite seit 30 Jahren in dem Beruf. Manchmal war die innere Unruhe so da und so heftig, dass ich mit dem Fahrrad anhalten musste, um mich wirklich runterzufahren, also um zu sagen, es ist okay, komm runter. Und ich bin jetzt in den Wechseljahren. Es war sehr irritierend und sehr anstrengend für mich, diese neuen Gegebenheiten mit meinem Körper, mit meinem Empfinden, das erstmal überhaupt gefasst zu bekommen. Was ist das eigentlich? Kenne ich von mir gar nicht. Ja, so. Und es hat mich irritiert, dass ich nachts wach wurde, Gedanken Spiele anfingen, ich nicht mehr zur Ruhe gefunden habe. Ich das Gefühl hatte, hey, du bist aus der Balance. Es geht so irgendwann nicht mehr gut. Du kannst dann auch nicht mit der Kraft und positiven Energie an deine Patienten rantreten. Deine Familie möchte auch noch was abhaben. Meine Tochter, das glitt mir irgendwie aus den Händen. Und das war sehr unangenehm. Ich fand, das hat mich verunsichert, es hat mir Angst gemacht und ich wollte es so nicht mehr haben. Ich wollte etwas tun. Ich habe natürlich durch den Beruf viel Kontakt zu Yoga, zu Meditation. Das war alles toll und hilfreich und trotzdem war diese innere Unruhe und diese Nervosität wie so ein aufgeregter Vogel in dir, den du gar nicht beruhigen kannst, der sich auch durch kaum etwas beruhigen lässt, das war mir fremd. Und ich merkte dann relativ schnell, du brauchst was an deiner Seite, du brauchst eine Hilfe. Und meine Helfer, wenn in der medizinischen Form, kamen schon immer eher aus der homöopathischen und der pflanzlichen, heilkundlichen Richtung. Und deswegen war es dann sehr schnell klar. Also ich kenne die Pflüger schon sehr, sehr lange und bin begeistert von den Schüsslersalzen, empfehle das manchmal eben auch Patienten. Und dann war es für mich ein schöner Aha-Effekt, als ich auf Nervoregin gestoßen bin. Und dann dachte ich, okay, das probiere ich aus. Und es hat funktioniert. Also ich schlafe ruhiger, ich komme abends wesentlich schneller in meinen Ruhemodus, in meinen Modus, wo ich gerne mit meiner Familie am Tisch sitze, erzähle. Solche kleinen Dinge, die dir wieder auffallen, einfach weil du ausgeruhter und positiver eingestellt bist. Weil du einfach nachts zur Ruhe oder weil ich nachts besser schlafen konnte, weil ich zur Ruhe gekommen bin, weil ich besser einschlafen konnte. Ich habe nicht mehr so viel nachgedacht. Und ich wache früh morgens eben auf und denke so, hey, ja, kann wieder von vorne losgehen. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist schön.